Schönen Feierabend, Mahlzeit und guten Morgen hier bei JMG. Jetzt mal gemütlich. Wie ihr sehen könnt, sind wir auch schon alle zu Hause und in den Feiertagen. Deswegen gibt es heute auch mal ein bisschen anderes Video von uns. Rico erzählt ein bisschen was über die Entstehung von Interessenvertretungen und Gewerkschaften. Also schnappt euch die letzten Reste der selbstgemachten Plätzchen, köpft eine Flasche Kinderpunsch und hört einfach mal Rico zu. Irgendwas ist ein neues Genussmittel aus Amerika rübergeschwappt. Damals war es Tabak. Tabak ist heute in allen europäischen Ländern legal. Wenn ihr aber andere Genussmittel aus den USA importieren wollt, kann das unter Umständen illegal sein. Die Zigarrenproduktion erfolgte zu dieser Zeit größtenteils in Heim- und Handarbeit. In den kleinen Arbeitsräumen, die meist zugleich Schlaf- und Wohnraum waren, arbeiteten Eltern, Kinder und ein oder zwei Gehilfen unter denkbar schlechten Bedingungen. Heute kann man sich das kaum noch vorstellen. Oder was würdet ihr sagen, wenn eure Eltern im selben Raum schlafen und schaffen wie ihr? Der Tabak für die Zigarrenherstellung, also der eigentlich günstige Rohstoff, wurden zu völlig überhöhten Preisen von Fabrikanten bezogen. Und die fertigen Zigarren, also die eigentlich feine Ware, wurde später wiederum billig an sie zurückverkauft. Durch die Verlagerung der Produktion in die Heime der Arbeiter sparten sich die Fabrikanten die Kosten für eigene Arbeitsräume, Heizung und Beleuchtung. Außerdem konnten sie die selbstständigen Heimarbeiter leicht gegeneinander ausspielen und die Löhne so immer weiter drücken. Wer seine Kollegen nicht kennt, kann eben auch nicht über Lohn und Arbeitsbedingungen reden. Die Folgen waren verheerend. Überlange Arbeitszeiten. Keinerlei Absicherung gegen Krankheit und Unfälle. Kinderarbeit und Hunger waren die Regel. Der Zusammenschluss zum Allgemeinen Deutschen Zigarrenarbeiterverband war der erste Versuch, sich besser gegen ausbeuterische Fabrikanten und die katastrophalen Arbeits- und Lebensbedingungen zur Wehr zu setzen. Die Arbeit in Heimarbeit bedeutete starke wirtschaftliche Abhängigkeit, bot gleichzeitig aber ein gewisses Maß an persönlicher Freiheit. Während der Arbeit wurden die Zigarrenmacher nicht durch die Fabrikanten kontrolliert. Sie konnten während ihrer leisen, mechanischen Arbeit ungehindert miteinander reden und debattieren. Stellt euch vor, ihr seid 8 Jahre alt und wacht morgens in eurem Bett auf. Die ganze Familie, die im selben Raum geschlafen hat, in dem ihr gerade seid, sitzt schon am Tisch und rollt Zigarren. Es ist eng, kalt und ihr kämpft euch mit der Gewissheit aus dem Bett, dass euer ganzer Tag auch daraus bestehen wird, diese braunen Krümel in Blätter zu wickeln. Eine Zigarre nach der anderen. Ein Ende ist nicht in Sicht. Schule ist nicht. Ausbildung ist nicht. Der ganze Tag besteht aus der monotonen Arbeit, die ihr schon euer ganzes Leben lang kennt. Euer einziger Hoffnungsschimmer. Vielerorts bestimmen die Arbeiter sogenannte Vorleser, die die Arbeitenden durch das Vorlesen aus Romanen, politischen Schriften und sozialdemokratischen Zeitungen unterhielten. Viele Zigarrenmacher wurden so zu politisch interessierten und gut informierten Arbeitern. In Erinnerung daran ist der Vorleser heute das offizielle Symbol der Gewerkschaft NGG. Genau das ist der Beginn von Interessensvertretung. Die Zigarrenroller in ihren kleinen Hütten bestimmten Leute, die Arbeitsbedingungen ganz einfach verbessern. Genau das gibt es auch heute noch in Kuba. Die Idee ist die gleiche bei einem freigestellten Betriebsratsmitglied oder jemanden in der Gewerkschaft.
Menschen, die von uns bestimmt werden, die von ihrer Arbeit freigestellt werden, damit sie Zeit haben, um etwas vorzulesen, sich in Sachen Interessensvertretung weiterzubilden oder für uns mit den Arbeitgeber verhandeln. In dieser Zeit übernehmen wir ihre Arbeit und das machen wir gerne, weil wir wissen, dass dadurch auch unsere Arbeit erträglicher wird. Wenn eure Kolleginnen und Kollegen in der Abteilung mal verzweifeln, weil der eine oder die andere Jaffi gehen muss, weil eine Jaff- oder Betriebsratssitzung ansteht, zeigt ihnen einfach mal dieses Video. Sie werden hoffentlich auch erkennen, dass es manchmal sein muss, dass jemand fehlt, weil langfristig dadurch die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Ihr habt das sicher auch schon mal erlebt. Ihr müsst etwas Wichtiges erledigen und niemand versteht es. Schreibt uns mal in die Kommentare, wenn ihr das auch schon mal erlebt habt. Interessensvertretung ist nämlich auch Arbeit und nimmt mehr Zeit in Anspruch, als viele sich das vorstellen. Das ist nicht nur Kaffeekränzchen und Laberrunde. Es werden wichtige Dinge entschieden, bei denen die Vertretung der Beschäftigten nicht fehlen darf. Der einzige Unterschied zwischen einem Betriebsrat heute und dem Vorleser von damals ist vielleicht, dass man selbst den Mehrwert erst spürt, wenn der Betriebsrat wieder da ist und nicht sofort wie beim Vorleser. Die Zigarrenroller waren damit Vorreiter und viele taten es ihnen nach. Es entstanden Gewerkschaften und Interessensvertretungen, auch in anderen Branchen. Die Vorgängerorganisation der IG Metall, der Deutsche Metallarbeiterverband, wurde zum Beispiel 1891 gegründet. Jede gute Idee bringt aber auch immer Gegenspieler auf den Plan. Durch Bismarcks Sozialistengesetz wurden die wachsenden Bestrebungen nach mehr Mitbestimmung, besseren Arbeitsbedingungen durch gewerkschaftliche Zusammenschlüsse blutig beendet. Die Sozialdemokratische Partei, die ersten Gewerkschaften, wurden verboten. Die Gewerkschaften machten im Untergrund weiter. Sie nannten sich anders oder verheimlichten ihre Aktivitäten. Ständig behindert durch Drangsalierungen der Obrigkeit organisierten sie sich trotzdem. Immer mehr Arbeiterinnen und Arbeiter. 1890 fiel das Sozialistengesetz. Wenngleich die Schikanen nie wirklich aufhörten, konnten nun die Gewerkschaften wieder öffentlich agieren. Die Erfolge der Gewerkschaften sprachen sich herum und sie wurden zu echten Bewegungen. Die Besonderheit heute von Gewerkschaften gegenüber anderen Bewegungen oder Organisationen ist aber, dass sich Gewerkschaften zusammenfinden, um sich mit echten Machtstrukturen anzulegen. Das Schwierige dabei ist im Grunde genommen mit einem Sprichwort erklärt. Beiße nie die Hand, die dich füttert. Wenn diese Hand aber unverschämt wird, können wir auch mehr als beißen. Wir hoffen, euch hat diese etwas andere Folge JMG gut gefallen. Habt ein paar schöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr und wir melden uns im Januar mit ein paar kampflustigeren Videos.